In diesem Video möchte ich euch die Halosa-Falle vorstellen. Eine Falle, die aus dem Blackman-Diemer-Gambit entstehen kann. Und wenn sie eintritt, ist die Partie mehr oder weniger sofort vorbei. Die Halosa-Falle ist benannt nach Hermann Halosa, der eine Partie gegen Emil Josef Diemer verloren hatte. Wobei es für mich ein bisschen seltsam ist, dass die Falle nicht nach Diemer benannt ist. Also, wie kommen wir zu der relevanten Stellung? Es geht los mit D4, D5. Jetzt E4 direkt hier im zweiten Zug. Das Bauernopfer, das ist das sogenannte Blackman-Diemer-Gambit. D schlägt E4, Springer C3 und Schwarz spielt Springer F6. Hier gibt es natürlich noch andere Züge, aber Springer F6 ist der Zug, den ihr in der Praxis am häufigsten sehen werdet. Und nun spielt Weiß F3, um den Bauern anzuhebeln und direkt seine Figuren zu entwickeln. Und Schwarz schlägt in der Regel diesen Bauern. E schlägt F3. Und der normale Zug, und das sage ich mal klassische Blackman-Diemer-Gambit, ist der Zug Springer schlägt F3. Aber es gibt auch den Zug Dame schlägt F3, was hier auch nochmal einen eigenen Namen hat, nämlich das Rider-Gambit. Und Dame schlägt F3 ist jetzt ein weiteres Angebot. Nämlich der Bauer auf D4 kann geschlagen werden von Schwarz. Und das wird hier in der Regel auch gespielt. Natürlich kann Schwarz auch auf andere Arten und Weisen fortsetzen. C6 oder E6. Nach C6 könnte man ganz gut die Dame zurückziehen nach F2, damit der Springer nach F3 sich entwickeln kann. Weiß hat gewisse Kompensationen für das geopferte Material, für den Bauern. Aber, seien wir auch hier ganz ehrlich und beschönigen nichts, ganz korrekt ist die Geschichte nicht und Schwarz sollte bei korrektem Spiel besser stehen. Insgesamt diese Halosa-Falle, die ich euch jetzt zeige, das ist so ein bisschen hohes Risiko, hohe Belohnung. High Risk, High Reward. Wenn es klappt, dann richtig gut, aber wenn es nicht klappt, dann könnte man auch sehr schnell recht schlecht stehen mit Weiß. Also, Dame schlägt D4, Schwarz nimmt dieses Opfer auch an. Jetzt Läufer E3. Die Idee auch hier ist es, schnell die Figuren zu entwickeln. Und nun kommt ein kritischer Moment. Wohin geht die Dame? Dame B4 drängt sich dabei auch auf, um auch den Bauern auf B2 anzugreifen. Und das leitet weiter in die Falle. Wir kommen immer näher, wo die Falle dann auftritt und eventuell zuschnappt. Der beste Zug an dieser Stelle, falls ihr jemals auf dieses Gambit treffen solltet, ist der Zug Dame G4. Denn generell, wenn wir mehr Material haben oder beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen in der Entwicklung zu hinten sind, wie hier, dann ist es sinnvoll, die Damen zu tauschen. Und genau das möchte Schwarz hier tun. Dame G4 bietet den Damentausch an und Weiß lehnt das Ganze ab. Er möchte die stärkste Figur auf dem Brett behalten, Dame F2. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schwarz kann nochmal den Damentausch anbieten mit Dame F5. Man kann aber auch einen Zug spielen wie E5, Springer F3, Läufer B4, einen Bauern zurückgeben, aber dafür die Entwicklung nach vorne bringen. Und auch das wäre klar besser für Schwarz. Also, da sehen wir, wenn Schwarz richtig reagiert, dann stehen wir schlechter mit Weiß. Das muss man sich bewusst sein, bevor man dieses Gambit spielt. Dame B4. Nun gut, Weiß rochiert lang. Und jetzt ist die Falle aufgestellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es hier ein bisschen mit Schauspielerei verknüpfen oder vielleicht besonders schnell spielen, sodass auch der Eindruck entsteht, dass ihr etwas übersehen habt. Denn es sieht ja jetzt erstmal danach aus, als könnte Schwarz einfach noch mehr Material einsacken mit dem Läuferzug nach G4. Aber das ist genau die Falle und das ist echt eine teuflische Falle, muss man so sagen. Stattdessen sollte Schwarz einen Zug spielen wie C6 und hier A3 beispielsweise, Dame nach G3, hat Weiß definitiv Kompensation für die geopferten Bauern. Die Figuren können relativ schnell rauskommen. Wenn Schwarz korrekt spielt, sollte er besser stehen, aber hier, also zumindest in einer Blitzpartie, wäre ich bereits lieber Weiß. Jetzt zu der eigentlichen Falle. Warum ist Läufer G4 so ein schlechter Zug? Es sieht doch so gut aus. Man greift die Dame an, man greift den Turm an. Hier, das ist der Spieß. Was kann Weiß tun? Und jetzt kommt der Zug. Wenn du möchtest, kannst du hier auch das Video anhalten und darüber nachdenken, was Weiß nun spielen kann, welche überraschende Riposte Weiß hat.
Weiß reagiert nicht auf den Angriff auf die Dame, sondern spielt den Zug Springer nach B5. Was für ein Zug! Es droht auf einmal Matt auf C7 und der Bau auf B7 wird auch angegriffen, weil die Deckung von Dame zu Bauer unterbrochen wurde. Das heißt, wenn jetzt Schwarz die Dame schlägt auf F3, dann wird der Matt gesetzt in einem Zug. Matt in 9 Zügen, das ist natürlich die beste Version von dieser Falle, von der Haloser Falle, wenn man hier sogar direkt schon den Gegner nach 9 Zügen matt setzen kann. Aber hier ist es bereits zu spät. Die Falle ist zugeschnappt, Schwarz steht auf Verlust. Was soll er tun, um den Bauern zu verteidigen? Da gibt es eigentlich nicht viele sinnvolle Möglichkeiten. Und in der Ursprungspartie zwischen Diemer und Haloser, gespielt im Jahr 1934, spielte Haloser Springer A6. Jetzt Dame schlägt B7, greift Springer und Turm an. Und Haloser spielte hier Turm C8. Das ist nicht besonders viel Widerstand. Dame schlägt A6 und hier gab Haloser auf nach nur 10 Zügen gegen Diemer. Und auch keinen Moment zu früh. Das Problem ist nämlich, Schwarz kann nicht einmal den Turm auf D1 schlagen, weil er dann einzügig matt gesetzt wird. Die beste Verteidigung wäre hier für Schwarz und wirklich die einzige Möglichkeit, die Partie noch fortzusetzen, ist der Zug Dame E4, womit Schwarz auch den Turm auf A8 decken würde. Jetzt Dame schlägt A6, Schwarz schlägt auf E3 mit Schach. Nach wie vor ist das Material ausgeglichen, Schwarz hat sogar noch einen Bauern mehr, aber der König in der Mitte ist das große Problem und jetzt droht wieder dieses Matt auf C7. Hier sollte Schwarz Dame C5 spielen, falls Läufer schlägt D1, dann ist Dame C6 sehr giftig. Springer D7 und Dame schlägt A8, Schwarz muss auch noch den Springer geben, das wird nicht gut enden. Im Übrigen, König D8 ist nicht zu empfehlen. Gut, Dame schlägt A8 wäre eine Möglichkeit, aber Dame schlägt C7 und Springer D6 ist schöner und besser. Nach E schlägt D6, Läufer B5 ist es matt im nächsten Zug. Zurück zu dieser Stellung, König nach B1, Dame nach C5 und jetzt Dame B7. Und der Turm ist angegriffen. Falls Turm C8, dann Springer schlägt A7 sehr stark. Nochmal den Turm anzugreifen, noch Läufer B5 wird eine Idee. Das hält hier Schwarz nicht mehr aus. Das ist bald vorbei. Bester Zug ist noch Läufer schlägt D1. Dame schlägt A8 Schach. König D7. Und hier ist es tatsächlich noch wichtig, die nächsten Züge zu kennen. Beziehungsweise noch zwei Züge. Jetzt droht Dame schlägt C2 neben Matt. Also Springer C3 sehr sinnvoll, auch um den Läufer anzugreifen auf D1. Und wenn der Läufer hier zurückzieht, jetzt einfach weiter entwickeln, Springer F3. Das war auch eine Fernschachpartie, die gespielt wurde im Jahr 2013. Jetzt ist es vorbei, denn der König auf D7. Königssicherheit ist der wichtigste Faktor im Schach und die ist für Weiß deutlich besser als für Schwarz. Die Figuren kommen raus und der König wird untergehen im Angriff von Weiß. Also, das ist die Haloser-Falle. Wie bereits erwähnt im Video, hohes Risiko, aber auch hohe Belohnung, wenn es klappt. Darüber muss man sich hier im Klaren sein. Wenn es nicht klappt, kann man direkt mit Weiß in einer schlechteren Stellung landen. Also die Haloser-Falle entsteht aus dem Blackman-Diemann-Gambit und im optimalen Falle hat man dann eine Gewinnstellung nach nur wenigen Zügen, bereits hier im 8. Zug. Das ist der Starzug an dieser Stelle, der Zug Springer nach B5. Und dann ist die Falle zugeschnappt. Habt ihr die Falle schon mal angewendet? Das könnt ihr mir gerne runterschreiben in die Kommentare, ob das schon mal für euch geklappt hat oder ob ihr es jetzt probieren werdet. Und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.